Ja, schönen guten Puh. Tag. Hallo. Ja, hallo. Scheiße, was machen Sie Au. oben? Ich hatte die schöne Aussicht genossen. Ja, die Aussicht Ja. genossen. Ja, warum liegen Sie Also die hier? aus Polizei-Haku. Ja. Und? Ja, die Polizisten mochten mich nicht. Was? Dass Sie hier Glaub auf ich sich halten? zumindest. Ja. Also ich verstehe gerade nichts. Ja. So, Ich auch jetzt. nicht. Ja. Puh, ja. Oh, was ist Ihnen denn passiert, Herr? Mir sind Splitter von der Wand auf die linke Seite meines Körpers geflogen. Ja. Woher kommen denn diese Splitter? Ich glaube, die Polizisten haben auf mich das Feuer eröffnet. Da auf sie das Feuer öffnen. Ach du Scheiße, wieso das denn? Vielleicht haben wir der Polizei ein bisschen gedroht. Ja, haben Sie mal überlegt, das in Zukunft zu lassen? Ja, das habe ich jetzt tatsächlich schon getan. Ja, Irgendwie das bringt das freut mich. nichts. Ja, Ich kann Sie nur raten. Naja, wir hatten uns jetzt schon da hinten einmal getroffen. Ach Im je. Okeber, und das war eigentlich der Auslöser. Ja. Ja, so kann's gehen. Also schlechte Ja. Schmerzmittel, das geht gerade gar nicht mehr. Ich kann fast nicht mehr stehen. Ja, nee. Sind Sie drogenabhängig? Nein. Lügen Sie mich an. Warum sollte ich Sie anlügen? Damit Sie Schmerzmittel bekommen. Ich war gerade ohnmächtig. Ja. Vielleicht haben Sie auch nur ein Ich Nickerchen bin gemacht, was weiß denn blutverschmiert. ich? Es könnte auch Farbe sein. Ich bin voller Blut. Ja, Farbe. Nein. Ja. Gut, wenn Sie nicht möchten. Ja. Oh, jetzt kann ich die Hände nicht mehr runternehmen. Ja, sehen Sie, das haben Sie jetzt davon. Na gut, Ich kann das. dann werde ich jetzt gleich schlafen gehen und Was? ja. Können Wieso? mir gerne noch kurze Schmerzmittel verabreichen. Ha, das würde Ihnen gefallen, ne? Nee, Nein, das nee, ist. nee. Ich kann gerade nichts mehr machen. Ich glaube, meine Knochen sind Ja. einfach ein bisschen Ja, voller keine Schmerzen Sorge, verzagt. ich bin doch Arzt, ich kann Ihnen helfen. Ist doch gar kein Problem. Ja, deswegen hatte ich sie auch angerufen. Oder Ja, zumindest mein und schon bin Notschalter. ich hier. Ja. Was tut das jetzt? Tja. Steife Arme. Tja, was machen wir denn da? Schmerzmittel, tut weh vor Schmerzen. Schmerzen? Ach, Scheiße. Nee, 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 da weiß ich was Besseres. Kleinen Moment. Nein, das Kissen bleibt im Helikopter. Das Kissen bleibt im Helikopter. Nee, das Kissen hilft da nicht. Markus, bist du da? Nee, er ist nicht da. Ja, toll. Oh, nö. Oh ja. Was haben Sie jetzt vor? Bleiben So, Sie Jungs, was machen höflich! wir? Hier, vor Sound mir! muted. Bleiben Sie vor mir! Ja, nee, nee. Los, vor mich! Oh nein! Bitte! Ich habe hier noch nie was getan! Das hat weh. Ja, das hoffe ich. So ist das, wenn man Schmerzmittel Oh abgreifen Gott. will. Ich will keine Schmerzmittel. Was? Ja. Ich will keine Schmerzmittel abgreifen. Es tut Ja, das höre wirklich ich morgen weh. wieder. Oh, mir tut alles weh. Oh, immer Schmerzmittel. Immer dieselbe Sie sind ja auch der ARA. Sie ruft man ja, wenn man Schmerzen hat. Scheiße. Ja, der Beste merkt sich das. Ja, also Sie Oder müssen sehe mich ich schon das falsch? überzeugen. Nein, das sind Sie völlig richtig. Aber wir können nicht einfach hin zu einem Kunstschmerzmittel Soll ich verteilen Sie und jetzt überzeugen? Soll ich Gummibärchen. vom Dach springen? Das würde mich zum Beispiel überzeugen, Sir. Das tut nämlich weh. Wenn Sie mir versprechen, dass Sie danach wiederkommen. Tja, also je nachdem, wie viel ich halt so zu tun habe, ne? Aber generell können wir das machen, ja. Und?
Nee, Ich dachte, das springen, nicht funktioniert. rollen. Ich krieg keinen Anlauf. Ja. Steigen Sie aber einfach drüber. So ist das nicht. Meine Beine sind gefühlt zerschmettert und ich soll da drüber steigen? Ja. Ich soll. Ja. Sag mal, was sitzt du eigentlich für ein Arzt? Der Beste, merken Sie sich das endlich. Und jetzt rüber mit Ihnen. Überzeugen Sie Der mich. Beste, der Leute zum Runterspringen bewegen will. Nee, Sie wollen mich ja überzeugen, dass Sie Schmerzen haben und Schmerzmittel brauchen. Ach du Scheiße. Ja, das überzeugt mich nicht, Sir. Springen Sie, oder ich muss weiter. Dann nehme ich lieber den Aufzug und gehe ins Krankenhaus. Da werden Sie auf mich treffen. Da werden Sie auch keine Behandlung bekommen. Nicht so. Dann frage ich den Militärarzt. Ja, der kann nix. Was heißt denn jetzt schon wieder nicht so? Ja. Wollen Sie nun springen oder nicht? Nein, weil das Selbstmord ist. Das ist doch kein Dann bin ich auch Selbstmord. nicht mehr im Koma. Ja. Ach so, ist das gar Bringen Sie nicht. doch einfach. Bringen Sie, Ja. machen Sie vor, los. Ja, aber dann steht mein Heli hier oben. Da komme ich nicht mehr dran. Machen Sie ihn auf, ich lande ihn runter. Ja, das würde Ihnen so gefallen. Nee, nee. Was habe ich davon, wenn ich Staatseigentum klaue? Großes Problem. Ich stelle ihn da hin und warte, dass ein anderer ARA kommt und sie wach macht. Ja. Nee, die Kollegen haben viel zu tun. Weil das ist mir auch persönlich ein bisschen viel zu hoch. Ja. Och, die 3 Meter da. Da passiert schon nicht viel. Jetzt springen Sie Wenn es nur drei endlich. Meter sind, dann springen Sie doch. Springen Sie, springen Ja. Sie. Also, ich habe ein kaputtes Knie. ARA before. Ja, mein Knie. Ich habe kaputte Beine. Ich habe kaputte Beine. Ja, immer diese Simulanten, verdammte Scheiße. Ich habe keine Zeit für sowas. Bleiben Sie hier. Was? Warum? Wollen Sie springen? Nein, ich möchte Schmerzmittel. Mehr will Ja, ich das doch habe ich gar schon mitbekommen. nicht. Die kann ich Ihnen nicht einfach so geben, Sir. Ich bin blutverschmiert. Sie haben mich gerade Haarverschmiert. wieder aus dem Koma geholt. Aus dem Schlaf geweckt. Könnte ich einmal bitte Ihre Ja. Dienstnummer haben? Selbstverständlich, Sir. Wo ist es? Da, bitteschön. ARA-Rettungspilot, Willy Der Wonka. Beste. Ich will Ihre Dienstnummer und nicht Ihren Dienstausweis. Oh, das ist die 4. Die 4. Ja. Gut, werde ich mir merken. Ah, merken Sie sich das. Weil ich So, möchte gehen gleich Sie von der jetzt. 4 wiederbelebt werden. Ja, na los. Irgendwie glaube ich hier nicht, dass sie mich wieder wecken. Selbstverständlich. Damit hätten Sie mich endgültig überzeugt, dass Sie Schmerzmittel benötigen. Jawohl. Nee, das überzeugt mich nicht da. Überzeugt ihr das jetzt oder nicht? Ja, springen. Tschüss. Ja, bis gleich oder so. Oder Okay. nachher. Ich häng fest. Ja, Sie sind ja immer noch hier. Ich Wollen Sie hänge sich nur fest. hinhalten? Dass ich Mitleid kriege oder so ein Scheiß? Kommen Sie neben mich. Oh, ich komme hinter Sie. Nein, neben mich. Ja, ich gebe Ihnen einen kleinen Schubs Ja, nicht auf dafür. die Idee, mich zu schubsen. Oh, dann geht doch. Ja, dann sehe ich immer wieder. Arschloch, bla bla. Da. Ich mag meinen Job. Scheiße.
Noch mehr Scheiße, verdammt. Oh oh. Oh. Ja, schönen guten Tag. Au. Au. Ja. Glauben Sie mir jetzt, dass es weh tat? Ja. Also, weh. Nein, Sie könnten das nochmal. Sitze, irre! Ja, ich kann Sie hier nicht runterbringen, Sir. Wie Sie sehen. Hatte ich hier ein kleines technisches Problem. Dass ich mal eben beheben muss. Ist jetzt sicher ach, ernst. Scheiße. Ah, absolut. Sie sehen ja, hier komme ich nicht weg. Was mussten Sie auch genau hier springen? Sie haben mich geschubst, schon vergessen? Also, ja, ach, das haben Sie sich nur eingebildet. Ah, kommen Sie mal hier an die Kante. Ach, nee. Ja, genau. Ah, nun kommen Sie schon. Na also. Ah, geht doch. Ah, was ein Spaß. Au. Ah. Ja, So langsam macht das keinen Spaß mehr. Ja, auch das sehe ich ganz anders. Ich hab's auch schon zu 100%, ich habe mich jetzt schon einen Handabdruck von Ihnen auf dem Rücken. Ja. Jetzt glaube ich Ihnen, dass Sie Schmerzen haben. Sind Sie jetzt zufrieden? Wenn Sie mir ein Schmerzmittel geben, ja. Oh, ein kleines, okay? Ein kleines. Hauptsache was gegen Schmerzen. Ja, ein kleines, bitteschön. Ja. Haben Sie vielleicht noch irgendwas, um den Knochen da wieder in die Haut zu packen? Der da unten aus meinem Fußgelenk guckt. Nee, ich glaube, der muss da sein. Nein, das muss er nicht. Nee, dann gucken Sie mal bei mir. Da sieht das auch so aus. Ja. Aber jetzt mal ganz im Ernst. Gucken Sie doch mal. Mein linkes Bein. Ja. Da guckt der Knochen vorne raus. Ja. Das muss nicht so. Sind Sie sicher? Sind Sie Arzt? Ich war Militärarzt. Sie waren? Ja. Die Medizin hat sich verändert, Sir. Ja, bin mittlerweile in Rente. Ja, eben. Ist schon eine Weile her. Die Welt verändert sich, alter Mann. Und da wollen Sie mir sagen, dass die Anatomie eines Menschen sich ändert? Ja, Evolution und so. Haben Sie noch nie davon gehört? Eine Evolution vor 10 Jahren. Ja, wissen Sie, das geht mit der Zeit immer schneller. Nein. Na gut. Ja, was machen wir denn da? Kommen Sie mal mit. Sie wissen, dass mein Knochen aus meinem Bein guckt. Ja, hört doch mit dem Gejammer auf. Sie haben doch schon Schmerzmittel bekommen. Nee. Ja, Mimi. Verdammte Scheiße. Was haben Sie jetzt vor? Und ich suche irgendwas, um Ihren scheiß Knochen da wieder reinzukriegen. So wie Sie es gerne hätten. Gucken Sie doch mal erst in Ihren Rucksack. Tja, was soll ich denn da suchen? Das tut weh. Oh, vermutlich. Aber Sie haben ja ein Schmerzmittel. Mir wird gerade schwarz. Augen. Ach, ey. Tja, hier gibt's ja einfach nichts. Oh, hier so ein Stein, damit kann ich mal draufhauen. Meinst du, das hilft? Oh, meine Güte. Ach, was. Ich bin wach. Ja, sehr gut. Also, was machen wir denn jetzt mit Ihrem Fuß? Vielleicht auch für mich aufs Bein zu treten. Ja. Sie sind doch der Arzt, also wissen Sie, was Sie mit meinem Bein machen müssen. Ja, entweder ab oder Kummerkissen. Nein. Nein, na gut.
Kein Kissen. Ja, dann Bein ab. Keine Option. Keine Option. Ja, scheiße, dann was soll ich denn machen? Wir können doch Aber stehen. keine Ahnung, aber kein Bein ab. Das Ja. Bein bleibt dran und ich bleib wach. Okay. Oh. Sie wissen, dass es heutzutage ziemlich gute Prothesen gibt. Ja, aber ich möchte gerne mein echtes Bein behalten, nur wegen dem einfachen Knochenbruch. Bla, okay. Ah, was machen wir denn da? Ara, stehen bleiben, stehen bleiben, stehen bleiben! Hilfe! Ach, Scheiße, fahren Sie weiter! Hier ist eine Behandlung! Helfen Sie mir! Guten Tag, Senior! Das ist Ja, ein guten Irrer! Tag! Helfen Sie mir! Ich habe mich gerade vom Dach geschmissen! Ja, es ist Unsinn, er Das ist heißt, freiwillig ich glaube abgesprungen! nicht. Ja, das ist doch völliger Unsinn! Du hast mich geschubst! Wollten Sie Er sich umbringen, Senior? halluziniert! Nein! Er hat mich geschubst! Das ist doch völliger Unsinn! Ich bin Arzt, sowas will ich nie tun! Nicht helfen wollen. Was ist denn mit Ihnen los? Ich würde ja Ich habe gerne einen helfen. offenen Bleiben Sie Bruch doch am hier. linken Bein. Sie, aber wieso laufen Sie dann rum? Ja, eben. Lassen Sie Wegen sich doch diesem von dem verrückten Doktor helfen. Arzt. Ja, lassen Sie sich von mir helfen. Der Arzt ist nicht mehr normal im Kopf. Das ist doch völliger Unsinn. Bin der einzig vernünftige Arzt hier. Also Sie machen das, Senior, ich muss weiter. Hey, viel Spaß und viel Erfolg. Tja, was halten Sie davon, wenn wir Ihr Bein mit Karton einwickeln? Hilft nicht, vor allem nicht mit einem dreckigen Bett. Und dann kommt der Wundbrand und dann bin ich tot. Ach, das bilden Sie sich nur ein. Nein, ich bin nicht ein Ja, haben Sie schon mal Militärarzt, ausprobiert? ich habe das oft genug gesehen. Ja, bla bla. Immer nur von Weichlingen. Sind Sie auch ein Weichling? Nein. Ja, kommen Sie her, lassen Sie mich Pappe drum binden. Die ist dreckig, hundertprozentig. Ja, sie liegt neben Müll, kann schon sein. Aber es wird funktionieren. Vertrauen Sie mir. Machen Sie, was Sie für wichtig halten. Ja, dann kommen Sie mal mit. Kommen Sie mal mit, Sie sind lustig. Ja, ein bisschen schneller, wenn's geht. Meine Güte. Geben Sie mir ein schweres Schmerzmittel und ich bin schneller. Nee, völlig ausgeschlossen. Sie haben schon ein kleines bekommen. Also muss reichen. Ja, dann ziehen Sie sich Ja, mal das aus. war eine 400er, ich brauche 800er. Ja, nee, ich entscheide, was Sie brauchen und was Sie nicht Was soll ich brauchen. jetzt schon wieder machen? Ausziehen, hinlegen. Ich muss das doch verbinden, oder nicht? Ja, also legen Sie sich mal hin. Geht doch. Oh, linkes Bein. Ah, kaputt. Ach du Scheiße, bla. Tja, wie gut, dass hier Kartons liegen. Ich bind da mal so ein paar drum, okay? Ja. Ja. Oh, Ente. War das so schlimm? Tut doch ein bisschen weh, aber immerhin kann ich jetzt wieder vernünftig stehen. Ja, gern geschehen. Ach, danke schön. Nachdem Sie mich da vom Dach geschmissen haben. Ja, da sind Sie doch selber runtergesprungen. Erzählen Sie doch nichts. Meine Kamera am Helm. Ja. Sollten Sie mal lieber reinschauen. Und dann sehe ich genau, wie sie mich da runterschubsen. Oh, das Soll ist ich doch völliger damit zur Unsinn. Medizinleitung gehen? Oh, ja, denn auf dem Video sieht das bestimmt ganz anders aus, als wie Sie das hier so erzählen. Wissen Sie was? Ja. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Och, den wünsche ich Ihnen auch. Kann ich Ihnen sonst noch irgendwie helfen? Nee, 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 ich bin Nee. wunschlos glücklich. Sind Sie sicher? Ja, sehr sicher. Gut. Das nächste Mal halten Sie sich lieber von Hausdächern fern, okay? Dann sehen wir uns Ja, wieder. und ne? Tschüss. Ja. Machen Sie es gut, Meister. Ich muss mir jetzt ein neues Dienstfahrzeug holen. Wegen Ihnen. Ja, viel Spaß. Ja, gleichfalls. So eine Scheiße.